Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Melkerlein. Ihr seid live wieder mit dabei, wenn ich mich mal wieder mit Susanna zoffe. Und ich würde sagen, wir gehen mal gleich rüber. Die wird jetzt gleich wieder schreien, so nein, bitte nicht. Gehen wir mal gerade rüber. Da ist sie. Hallo, guten Tag. Hi. Guten Tag, Leute. Das ist sie. So, jetzt sag mal, du hast eben so eine geniale Idee gehabt, was du gerne machen würdest. Sag mal bitte mit deinem Sprachfehler. Ja, genau. Ich komme aus Ungarn, daher. Sag, was du für eine Idee hattest. Ja, halt irgendwelche Sprachfehler macht. Sorry dafür. Also ich habe mir gedacht, vielleicht könnt ihr uns mal unterstützen bei einem Projekt, was die Nathalie schon sehr, sehr oft angekündigt hat. Sie würde hier raus. Die Wand fertig machen. Also mal so, das Projekt, was sie meint, ist das da. Was schon seit Ewigkeiten an der Wand hängt und nicht fertig wird. Weil ich einfach viel zu viel an Druckern rumbastel. So, jetzt weiter im Text. Und die Nathalie bitte unterstützen, habe ich mir gedacht, vielleicht habt ihr irgendwelche Filamente zu Hause, die noch so rumliegen. Und dann könntet ihr vielleicht ein paar Stücke davon machen. Kacheln. Kacheln davon machen und wenn ihr das dementsprechend. Irgendwie könnt ihr das vielleicht personalisieren, signieren und so weiter. Ja, also die Nathalie gibt euch bestimmt so eine halbfreie Hand. Überlegen wir uns mal. Ich werde mir mal was einfallen lassen. Ups, da steht die Kamera schief. Sorry dafür. Ich werde mir mal was einfallen lassen. Ich stelle euch mal wieder dahin. So, jetzt geht weiterarbeiten. Ich werde mir mal was einfallen lassen. Das ist gar keine schlechte Idee, weil ich komme nicht in die Pötte, weil ich den Bruiser fertig mache, weil ich den Bruiser die ganze Zeit benutze, um die anderen Drucker fertig zu machen. Der Voron wird zwar langsam fertig, aber wenn der fertig ist, ist das nächste Projekt in Aussicht und. Hat sie gar nicht mal Unrecht, die liebe Susanna. Ich werde mal überlegen, wie ich euch die Dateien bereitstellen kann, was ihr dafür kriegt, weil ihr sollt das Ganze natürlich auch nicht umsonst machen. Das muss ich mir mal ausbaldobern und ausrechnen und da komme ich vielleicht auf euch zu und dann könnt ihr da mit dran machen. Das ist dann so eine Aktion, verewigt euch hier an der Wand oder an der Wand im neuen Büro vielleicht. Vielleicht neues Büro. Genau. Was mache ich heute? Ich drehe euch mal kurz um. Blub. Und da habe ich mein Hockerchen. Jetzt seht ihr auch mal die andere Perspektive. Gestern habe ich von da aus darüber gefilmt. Jetzt geht's hier rüber. Und normalerweise steht die Kamera genau hier, wo ich jetzt gerade sitze. Ist also eine andere Perspektive. Da hinten fängt der Mini wieder an zu drucken. Der druckt gerade die Teile, weil ich doof. Das sind die Corner Brackets für den Voron. Da seht ihr auch schön. Hoffe ich mal, dass ihr das jetzt so seht. Sollte man jetzt ein bisschen erkannt haben, hoffe ich mal. Wenn nicht, mache ich noch mal ein bisschen B-Roll rein. Sieht echt sexy aus mit der strukturierten Oberfläche. Ich habe die jetzt mit einem Brim gedruckt und habe jetzt auch schon hier auf der Seite, zeige ich euch mal gerade, habe jetzt schon mal hier auf der Seite entsprechend das erste Panel angebracht. Ich weiß es, wenn die Leute anfangen zu schreien, ah, du bist aber doch da mit der Elektronik noch nicht ganz fertig. Ja, ich weiß, Jungs, ich weiß. Ich bin immer gerne ein bisschen voreilig, ich probiere immer gerne aus und alles drum und dran und sehe gerne auch Fortschritte. Ich habe jetzt hier vorne schon mal entsprechend die Kabel für die Endstop soweit fertig. Die Kabel für das Hotend muss ich zum Teil noch ein bisschen krimpen, es ist also nicht mehr viel Arbeit. Und danach stülpe ich das Ding halt auf die Seite, wo jetzt noch momentan kein Panel dran ist. Und werde da dann entsprechend die Elektronik unten dran fertig machen. Und dann gucken, dass ich die auch verkabelt bekomme und dass das auch alles passt. Und dann gibt es die Tage noch mal ein bisschen B-Roll. Ihr seht, ich habe die Kamera auch immer schön nebenbei stehen, dass ihr das Ganze mitbekommt. Aktueller Stand ist halt, wie gesagt, ich habe jetzt gerade hier die Kabel freigelegt von dem Endstop, von den zwei Endstops in der XY-Achse. Upsa. Die Kabel von dem Hotend werde ich auch noch heute krimpen und vielleicht sogar noch verbinden. Das werde ich alles filmen jetzt über die nächsten Tage halt entsprechend. Ich muss auch noch ein paar Schürzen drucken, weil die Schürzen sind noch nicht ganz fertig. Und sobald, nee, da ist es vom Dings, wo ist das Display? Das Display habe ich euch ja schon gezeigt. Sobald die Rückseite fertig ist und
die Halterung kommen. Ich habe zwar welche bestellt, diese Gewindeeinlässe, aber ein Kollege hat mir nochmal über Discord netterweise entsprechend welche zugeschickt jetzt für günstig Geld, dass ich nicht ewig warten muss, bis die aus China kommen, die dann nochmal eine Nummer besser sind und dann kann ich auch gleich die dann nochmal verwenden, um den nächsten Drucker zu bauen. Das ist super. Und dann ist das gute Stück auch soweit, dass man erstmal einen ersten Testdruck machen kann. Das ist soweit. Ja, die Elektronik kann ich euch gleich mal zeigen. Ist noch nicht verkabelt, ist noch nicht aller Tage Abend. Aber man sieht schon mal, da unten drunter tut sich schon mal was. Die ganzen Komponenten sind gemountet. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich nochmal die Bracket drucken muss für das Netzteil, weil ich habe jetzt nicht das Standardnetzteil genommen. Ich habe mich von einem Kollegen überreden lassen, die schmale Version zu nehmen. Diese schmale Variante zu nehmen, hat die gleiche Power. Tut das gleiche, ist nur kompakter und von der Bauform her besser. Und von daher, wenn ich das verbaue, dann brauche ich natürlich andere Brackets, weil das kann ich nur hier vorne und hier hinten dran schrauben. Da gibt es einen Mod dafür. Da habe ich auch einen Link dazu gefunden und das muss ich auch noch ausdrucken, jetzt heute oder morgen. Und dann ist das Ding wirklich soweit endlich fertig. Dann kann es anfangen, die Teile für den nächsten zu drucken. Oder besser gesagt, für den Zero da hinten zu drucken, damit ich ihn auch endlich mal fertig kriege. Und wenn der Zero fertig ist, wird er die Teile für den 2-4er drucken. Oder für den nächsten Zero. Und vielleicht werden die dann zusammen entsprechend die Teile für den nächsten 2-4er drucken oder so. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache. Die Druckfarm wird auf jeden Fall größer und größer von Tag zu Tag. Und ich arbeite fleißig immer schön jeden Abend dran, dass die Drucker fertig werden, dass ihr auch ein bisschen Content bekommt. Beim nächsten wird es aber vom Design her ein bisschen was Spezielleres werden. Ich habe bei KVP ein paar spezielle Farben mitbestellt, die ihr natürlich auch kaufen könnt, wenn ihr das wollt. Und ich habe mir auch ein spezielles Design von Thomas entsprechend gewünscht, oder beziehungsweise ich habe mir ein spezielles Design entworfen und habe das mitbestellt bei der Sammelbestellung jetzt im Juni. Das ist, hoffe ich mal, auch soweit auf dem Weg. Thomas, wenn du das siehst, kannst du mir mal kurz nochmal einen Status vielleicht in die Kommentare schreiben oder sowas oder eine Tracking-Nummer über Discord als PN schicken. Wenn das da ist und wenn das alles mal soweit spruchreif ist, dann zeige ich euch das natürlich auch gerne. Ich finde, das Design ist echt geil geworden. Zwei, drei Leute haben es bis jetzt schon gesehen, die waren alle so ein bisschen aus dem Häuschen. Ja, gut. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis dahin, happy printing.